Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Einen wunderschönen und splatterigen Mittwoch. Wir sind jetzt in der Mitte der Woche. Jedenfalls, wenn ihr diese Folge nach 12 Uhr schaut. Weil dann ist die Mitte der Woche halt. Weil 3,5. Und die Woche hat 7 Tage. Ja, wir sind bei Vega, der KI dieser Station, scheinbar. Also ich vermute mal, das ist Vega. Oder da steht einfach nur Vega. Ah! Wieso geht diese Tür auf? Ich bin gegen Türen! Beende die Tyrannei der Türen! Oh, ich werde es hassen. Es ist ein Geschenk. Da! Ah! Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Alter, ich bin Hardcore-Flo, ich überstehe das. Siehst du, ist alles normal. Ah! Es war vorher kaputt. Es war vorher schon kaputt, ich habe nichts gemacht. Leite Energie zu Subsystemen. Gesundheit, Rüstung, Munition. Gesundheit. Du hast eben reine What the fuck? Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Agentzellen in der Station für dich. Ist das ein Roboter? Gib ihm, was er will. Drogen, Sex und Nutten. 37 UAC-Angestellte verstorben. Nein. 81% der Einrichtung abgeriegelt. Dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich. Und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ja. Natürlich ist es nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Alter, du bist ein Roboter! Das kann dir ja eh scheißegal sein. Agent Energie, okay. Naja. Durchlesen und genießen. Aber ich mag die Story. Kurz, knapp. Dämonen sind da, gib ihnen volles Pfund aufs Maul. Also... Für ein Doom reicht mir das an Story. Ich brauche keine, ach, dieser Professor hat das und das gemacht. Und die Klos sind da und da. Und wenn das Licht ausgeht im Spiegel, alles... Oh yeah! Ah! Kenne deinen Feind abgeschlossen. So. Gießerei. War die Gießerei nicht das Vorführlevel? Jetzt, da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert. Eine Föhnwelle. Und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelöste Zerstörungen haben die Einrichtung an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht.
Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich der Chef der Marsstation und Roboter, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst, was nicht der Fall ist. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Es gefällt mir. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung Ihres Arsenals durch die Bewertung Ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe Ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Kampfbewertung. Durch Kämpfe kannst du dir Waffenpunkte verdienen. Ich werde dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Okay. Ach, jedes Mal die falsche Taste. So, töte 3 Besessene mit einem explosiven Fass. Führe 3 Tod von oben Chloe Kills bei besessenen Soldaten aus. Von oben angreifen, okay. Ja, das ist das Level. Oh, geil. Das ist das Level aus der Demo. Moment. Tutorial. Kampfbewertung. Ah, okay. Oh oh. Hinter uns. Nein, doch nicht. Alter, der Ton haben die echt nicht gut gemacht. Kommst du denn jetzt her? Ein Höllenprinz oder was? Höllenritter. Ja. Kerntemperatur steigt. Ha. Ungültige Schlüsselkarte am Arsch. Bam. Ach ja. Oh Mann, dann finde ich ja in dem Level auf jeden Fall die Kettensäge. Oh yeah. Ja, mach den Abflug. Ungültige Schlüsselkarte. Es geht mir eine Weile auf den Sack. Achtung, Kerntemperatur steigt. Ich frag mich, ob hier auch was explodieren kann.
Haha, geil. Führe 3 Tote von oben Clovy Kills bei Besessenen aus. Habe ich doch gemacht gerade Weile. Also bei einem. Oh yeah. Komm her, Baby. Oh, verdammt. Zu viel Energie. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Was ist der blinde Rat? Imp. Ja, jetzt habe ich mal endlich ein paar Infos dazu. Ah ja. Hast du mich gesucht, Bitch? Komm mal runter. Komm hier mal runter. Danke. So, das waren 3 Stück. Warum geht die Anzeige nicht nach oben? Ah, okay. Ich will mich hier nur fertig umschauen. Scheint nichts mehr zu sein. Dann geht's jetzt mal los. Oh. Dann geht's jetzt mal los. Wow. Mach den Abflug. Raus mit dir! Es ist wieder... Ah, für meine gute alte Schrotti! Und Abflug! Höllenschinder! Oh, bitte lächeln! So. Taktisches Zielfernrohr, Waffen. Was haben wir jetzt für eine Waffe? Geht bestimmt, ja. Geht nur um den Zusatz Höllenschinder. Ah, ja.
Also höllische Generäle. Dämonische Bedrohung Waffenpunkt. Reduziert um 25%. Immerhin. Immerhin. Sieht aber geil aus, wie hier alles zusammengeschmolzen ist. Komm mal her. Soll keiner sagen, ich würde irgendjemanden vergessen. Woo! Wie komme ich da rein? Ich muss ja jetzt eigentlich wieder an die Stelle, wo ich eben war. Der blinde Rat beobachtet sie. Wo ich das Hologramm beobachtet habe. Ah! Heiß, 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 heiß! Ich muss natürlich noch wissen, wo das war. Ich glaube hier irgendwo. Jupp. Naja. Aufprallschutz. Bewegungssystem erinnert mich so ein bisschen an Dying Light. Oh yeah! Oh geil! Ich frage mich, ob ich mit so einem Höllenprinzen zu tun bekomme. Ah! Trag einen Arm mit dir rum, warum nicht? Zugang gestattet. Gasleck versiegelt. Das sieht ja richtig heimelig aus. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder richtig abgehen. Ein gutes Ende für diese Folge. Au. Oh. So eine Kettenreaktion wollte ich eigentlich nicht, aber warum nicht? Ist ja auch nicht falsch. Ihr verdammten Imps geht mir auf den Sack. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Naja, immerhin. Immerhin. Wegen mir werden Dämonen wieder eine aussterbende Art.
Ab mit dir! Haha, geil! So, wie komme ich da rein? Schlüsselkarte, eine blaue Schlüsselkarte brauche ich. Die wird hier doch auch irgendwo herumliegen. Ah! Ah nein, das ist gelb, oder? Ja, es ist gelb. Was war das? War das ein Höllenprinz? Ich will einen Höllenprinz verprügeln. Oder Hell Knight. Ritter. Ein Höllenritter. Ich will einen Höllenritter verprügeln. Ja! In your face, Waschlappen! Ich liebe es einfach. Zwei Waffenpunkte. So. Brauche einen gelben. Ein gelbes Tor. Gelbe Tür. Ach ja. Die sind aber. Also das Design ist ähnlich einem Dreier. Finde ich aber geil. Das Dreier-Design hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, der blinde Rat beobachtet sie. Deine Mutter beobachtet dich auch. Sam. Es ist ein Roboter! Ah ja. Okay, das erinnert mich jetzt an einen Film, den ich letztens gesehen habe. Naja, während der Action möchte ich nicht rausschalten, deswegen... Oh yeah. Was ist denn los, Leute? Ja. Also, das ist eine gute Stelle für einen Cut, würde ich sagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Was war das? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und ich hoffe, ihr habt genauso einen höllischen Spaß, wie ich ihn hier habe. Naja, das war das falsche, die falsche Lara. Moment. Jetzt nochmal nur ein Dunkel. Ciao.